Buongiorno, liebe Comrades und Comradinnen und herzlich willkommen bei einem weiteren Tag hier in Tropico. Oh, ist es wunderschön, ey. Unser kleines Inselatöllchen. Die Betonung liegt auf toll. Ah, toll. Ja, unser kleines Inselatoll, was ist da? Da schwimmt überall was. Hier im fernen Ozean. So, und wir müssen eine Rumdistillerie bauen. Für unsere, um die Krone ein bisschen gnädig zu stimmen, denn momentan können wir uns noch keine Revolution leisten. Es sieht momentan ganz gut aus, hier vielleicht nicht so, aber da. Und ich würde gerne vielleicht die Plantagen ein bisschen ändern. Mais und Banana. Mais und Banana. Banana und Mais. Mal bist du laut, mal bist du leis. Denn ich hatte überlegt, ich hatte gerade mal ein bisschen ausgemessen, ja, vom Aufnehmen, hatte ich mal ganz kurz ausgemessen, hier, Baracken passen hier wunderbar, 1, 2, 3 passen hier hin, so, Barocken kriegen wir dann noch ein bisschen hin, und wenn ich die Straße, ja, wenn ich mal wieder meinem Monk nachkommen will, dann müsste ich quasi hier lang bauen, hier so, und wir würden hier noch eine Distille hinkriegen. Sein letzter Wille, eine schöne Distille. Und die sind sowieso nur in Anführungszeichen auf 65% Effizienz. Und das hier ist noch gar nicht gebaut. Banane wäre schön für Export, weil wir brauchen die Kohle. Aber momentan brauchen wir auch eine Rumdistille. Die bringt uns aber erstmal de facto gar nichts, wenn wir keinen Rum haben. So, ich baue aber erstmal eine, damit wir natürlich schön der Krone in den Hintern kriechen können. Was willst du machen? Ah, was willst du machen? So, machst du nix, musst du gucken zu. Hier mache ich erstmal eine hin. Oder warte, ich mache erstmal die Straße, damit ich gucken kann, wie das in etwa aussieht. Hier würde noch eine Straße runtergehen. Denn die Felder würde ich gerne da lassen. Ne, dass wir hier hinten so ein bisschen Feldwirtschaft haben. Generell vielleicht ein bisschen aufteilen. Und das Krumm und Schiefe bauen mal irgendwie wegmachen. Ich glaube, das Ding hier kann ich bald wegreißen, weil 18% Effizienz, das können wir uns sparen. Dann machen wir lieber ein paar Baracken hin, 3 Stück. Und in die Mitte noch schön Brunnen. Und die Rinderdinger würde ich dann vielleicht eher hier hinten hinbauen. Wenn es da passt, ich weiß noch nicht genau. Ich schau mal. Farm. Rinder. Ja, das passt hier wunderbar. Effizienz ist auf jeden Fall besser. Hier unten wird es noch besser. Hier nicht mehr so gut. Hier sieht es schön aus. So, da mache ich die Rinder, das Rinderding hin. Dann purzeln die so runter. So, und aus den Rindern machen wir später leckeren Bouillon. Bouillon. Aber das Ding hier muss leider noch umgedreht werden. Das ist leider momentan noch falsch. Ja, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, weil es nach Ungerechtigkeit schreit. Okay, an die Rinderfarm haben ja keine Weide oder so. Also die haben die Weiden schon integriert. Die passen hier leider, also die würden nicht exakte Mundo hinpassen. Es sei denn, wir machen oben noch ein paar Häuser hin. Aber wir haben hier schon Häuser, wir brauchen da oben keine. Ja, ich muss gucken, was hier passt. Ich muss die Größen alle ausschöpfen. Und dann muss ich schauen, was wir da am besten hinbauen. Erstmal aber eine Rumdistille einfach nur... Ob die in Betrieb ist oder nicht, ist egal. Wir kriegen noch einen Betrieb. Ob ich die hier so hinmache oder da so. Wenn ich die hier so hinmache, dann kriegen wir noch ein Haus daneben. Ich mach die mal hier so hin, ne? Und irgendwie scheint die Straße nicht ganz connected zu sein. Warte mal. Die Straße ist zu kurz. Ja, Sigi. Okay, gibt's... Ich muss die ganze Straße abreißen. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie... Ja, okay, das mit dem Bausystem ist noch manchmal ein bisschen merkwürdig. So, aber jetzt sitzt es. Und da ist eine Baracke, also bauen wir da auch nochmal unser Häusli hin. Also da ist nicht eine Baracke. Ich würde es eigentlich von uns Baracke nennen. Ich baue von uns ein Häusli hin, dann können nämlich Leute wohnen. Jetzt haben wir noch 4000, weil die Distille halt echt teuer ist. Und das muss halt weg hier, das Maisfeld. Da kommt dann Zucker hin. Wenn wir Zucker da hinbauen können. Ich muss mal ganz kurz gucken. Plantase. Oh, es geht gut. Mit die Zucker geht es gut. Okay, hier unten geht wieder Zucker. Da oben und eventuell auch hier. Effizienz 70%, das ist schon ganz gut. Hier momentan nur 40%, weil da gerade noch ein Gebäude überlappt. Das Ding muss weg. Das muss über kurz oder lang, muss das weg. Vielleicht noch nicht gleich jetzt, aber... Über kurz oder lang. Habe ich jetzt pausiert? Ja. Okay. Destille, Destille, Destillados. Und ich liebe meine kleinen Enchiladas. Enchiladas.
Dann können wir mal gucken, dass wir nach hier hinten vielleicht... Ich glaube, da hinten haben wir noch irgendwo... Ja. Bergwerke wären vielleicht auch mal irgendwann schön. Ich glaube, da können wir richtig abverkaufen. Oh Gott, hier ist so viel. Ich muss mich echt dran gewöhnen, wo hier was ist. Das ist halt wirklich ein bisschen viel. Tunnelverbindung, Kraftwerk, Seilbahnstation, Umspannwerk, Solarwerk, Verkehr und Infrastruktur, Nahrung und Ressourcen, Fischfarmen. Ab Kalter Krieg verfügbar. Okay. Industrie, Gerberei, Pharma GmbH, Fruchtpresse, Molkerei, Fahrzeugfabriken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, modernes Apartment. Ich hoffe, wir kommen soweit. Eine Bibliotheka. Generiert Wissen zur Erforschung von Regimewerkzeugen, kostet aber 3600, wir haben momentan, das können wir uns nicht leisten. Momentan. Wir brauchen halt immer noch Plus. Aber wir haben eine Distille, für die wir Geld ausgeben. Die uns aber nichts bringt, solange wir keinen Zucker haben. Das ist ärgerlich. Oh, 10.000. Er bringt 10.000. So, hier wird jetzt gebaut. Oh, hier ruhig ein bisschen schneller. So. Ein Häusli und eine Distille. Und die Distille, wie gesagt, die bringt momentan nichts, außer vielleicht Arbeitsplätze. Das ist ganz gut. Aber die haben halt nichts zu tun. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich jetzt einfach eine Rumdistille bauen muss, aber keinen Zucker habe. Und das heißt, ich muss das Maisfeld abbauen. Wie viel kostet eine Farm? 900. Okay, da können wir sogar eine leisten oder zwei. Na los, mach jetzt! Stell jetzt fertig! Und dann kriegen wir nur anderthalb Jahre drauf, ne? Also das, der Timer läuft ja trotzdem ab. Jetzt baut das Gebäude fertig. Ah, da ist es schon. Man sieht es bereits hier, das Gebäude. Ja, wunderbar. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Unter uns, Ihre kleinen Eigenarten machen den Aufenthalt hier etwas erträglicher. Gestern habe ich auf meiner Chaiselange eine Spinne in der Größe meiner Hand gefunden. Der Kerl wurde wahrscheinlich Schmiergeld, wie alle anderen auch. Ihr geschätzter Lord Roger Windham. Mandatzeit, let's go. 2 Jahre, 7 Monate, okay. Ja, ja, gleich wieder. Gleich wieder runter und jetzt muss ich leider... den Mais wegholzen. Es tut mir echt leid. Auch wenn das halt eine wichtige Einnahmequelle ist, aber wir brauchen den Zucker. Vielleicht können wir Mais gleich wieder aufbauen. Aber vielleicht anderswo und nicht so. Es tut mir leid. Und wir haben schon kein Geld. Ich hasse meinen inneren Monk. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee, dass ich das gerade gemacht habe. So. Das passt. Das passt sogar exakte Mundo. Okay, das heißt, ich kann hier noch eine Straße durchführen. Die Straße führt weiterhin durch. Und wir können da unten nochmal ein Zuckerli hinmachen. Ich habe doch Zucker gesetzt, oder? Zucker, Gott sei Dank. Puh, ha, ho. Plantage, Zucker. So, was ist denn das da? Tobi? Tobi, bist du das? Oh, wie cool das jetzt aussieht. Mit der Musik irgendwie skurril, aber ist irgendwie cool. Dieses Bild sagt alles über unseren, Staat hier aus. Einfach alles. Ja, 2,5 haben wir noch bekommen. Naja, wir kriegen jeden Tag Migranten dazu. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Das Schwein einfach mit der Musik. Ja, Zuckerplantage ist fertig. Wir brauchen aber... Wohnung haben wir ja schon, zumindest eine. Da wohnen schon ein paar Leutchen drin, aber wir können hier hinten... Da, guck mal, da sind schon die nächsten Baracken. Wir bauen hier natürlich noch ein paar hin. Und die Destillerie hat momentan natürlich nichts. Liebe Krone... Liebe Krone, ihr seid nicht ohne. Ich esse gerne Toblerone. Was? Toblerone ist wirklich super.
So, soll ich hier unten mal so einen Zweierblock hinmachen? Ich guck mal ganz kurz, wie viel kriegen wir denn von den Dingern da unter? Ich weiß nicht, ob das... Oh, das sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber... 1, 2... Achso, hier... Oh, das passt exakt. 3x3, okay. In der Breite wahrscheinlich nicht, ne? Ich guck nur mal, ich will nur mal ausmessen. 1, 2... Ja, da passt es natürlich nicht. Aber ist egal, wir machen hier nur Felder hin. Außer hier oben, da lassen wir mal den Fels, glaube ich. Kommt hier auch mal was rein? Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Ach, schauen Sie mich nicht so an. Achso, das haben wir auch schon. Okay, Exporthandelskrone. Ja, müssen wir leider. Exporthandelsroute. Wir müssen leider. Wir haben momentan noch keine andere Wahl. Baumstämme. Fleisch, Gold, Kaffee, Kakao, Kokosnuss, Leder. Okay, Rum würde ich machen, aber traue ich mich momentan noch nicht, weil wir noch null Rum haben. Ich schau mal kurz. Was haben wir denn im Lager? Kokosnüsse. Nur Kokosnüsse. Und Planken. Ich glaube, Planken müssen wir viele haben, aber die können wir momentan nicht machen. Was ist mit Baumstämmen, wenn wir jetzt hier einfach sagen, nö. Nicht abreißen, aber können wir das kurz ausschalten? Verbesserung, Statistiken, Effizienz, 100%, toll. Aber kann ich das nicht, kann ich hier nicht sagen, mal ausschalten? Baumstämme, 404. Ich würde es gerne ausschalten gerade. Ich glaube, da muss ich rechtsklick und weg, ne? Ah, dann kommen die trotzdem noch alle hier rein. Gibt's da keine... Sag mal. Was ist denn hier los? Immer dieser Cameo-Auftritt. Gibt's keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte erstmal momentan nichts im Gebäude haben? Also ich möchte momentan nicht, dass hier irgendwas reinkommt? Verbrauch von Baumstämmen steigern, ist gerade eine schlechte Idee. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich will es aber auch nicht abreißen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausschalten kann. Das Budget. Legt das fest, wie viel hier gearbeitet wird? Oder legt das fest... Weil wenn ich jetzt noch die Arbeiter rausschmeiße, kommen die Baumstämme doch trotzdem noch hier rein, oder? Wir müssten es mal probieren gerade. Ich speichere mal vorsichtshalber, weil ich bin mir gerade nicht sicher, wie das funktioniert hier bei dem Spiel. So, Insel Paradisa Nova. So, haben wir das? Hab ich? Hab ich, gut. Ich bin mir echt nicht sicher. I'm not entirely sure. So. Sägewerk ist runter. Und theoretisch müssten die Planken noch jetzt... Handelsbildschirm öffnen. Ach so, das ist der hier. Ja, ja, ja. Planken. Theoretisch müssten die Baumstämme jetzt hierher kommen. Ich hätte gern mehr Kontrolle. Also nicht hier, sondern... Boah. Ich würde gern sagen, ich würde jetzt gerne Baumstämme verkaufen. Kokosnüsse, toll. Das wird da was machen. Ich glaube, die bringen nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht retten die uns auch die ganze Zeit den Arsch und ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt eine Handelsroute mit der Krone machen und wir verkaufen Baumstämme, dann soll das theoretisch recht schnell gehen. 56 Fleisch, weiß ich nicht, ob wir das stemmen können. Kaffee haben wir noch gar keinen. Oh, Kokosnüsse mit der Krone. 900. Wäre machbar. Ja, das wäre machbar. Ich guck mal ganz kurz. 1500, okay. Also wir können noch ein bisschen Kokosnüsse... Ich mach mal Kokosnüsse, weil die sind momentan echt safe. Ich habe alle entlassen. Aber ich habe gespeichert. Ähm.
Murmal al-Gaddafi behauptete, seine Hände in Hirschblut zu waschen, was er für sexy hielt. Er war auch sehr auf männliche Schönheit bedacht und unterzog sich 1994 einer Schönheitsoperation. Diese Funfacts hier unten, also Fun, hey, Hirschblut, die sind immer sehr, sehr... Ja gut, in diesem Fall vielleicht nicht, ist unterhaltsam das falsche Wort. Hey, Hirschblut, hey, Kinder, hallo, guck mal. Aber hier unten stehen immer sehr, sehr interessante Sachen. Was stand hier? Hussein hatte als Wahlkampfsong, war das, nee, nicht mal Hard Will Go On, hier, wie heißt das mal? Ach, ich hab vergessen. Jedenfalls stehen da unten immer ganz lustige Anekdoten, bis auf das Hirsch, das ist nicht so lustig. Vielleicht, wenn man nicht der Hirsch ist. Der Hirsch mit Ö. Hirsch, warum steht das nicht mit Ö? So, das Laden dauert hier noch relativ lange. So, belegen wir das jetzt sofort, warten. So, arbeiten die hier noch? Jo, die arbeiten hier noch, alles klar. Das heißt, wir können jetzt nochmal... Kokosnüsse. Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. Die Krone. Schmuggler, okay. Ich verkaufe an die Krone und zwar 900, den möglichst geringfügigsten Betrag. Freie Handelslizenz, weil man mit der Krone gerade was anderes handeln, glaube ich, ne? Planken, genau, Planken mit der Krone, hey... Da haben wir immer schon 500, wow. Das mit dem Baumstamm hat ja, glaube ich, nicht funktioniert. Okay, wenn ich jetzt noch ein Kokosnussding baue. Das kann später alles wieder weg. Ist mir egal, aber wir müssen Kokosnüsse vielleicht noch ein bisschen sammeln. Ich baue ihn einfach hier noch hin. So, die Kokosnüsse können wir ja trotzdem noch weiterhin verkaufen. Ah, der ist nicht so gut gelegen. Ich weiß halt nicht, ob es dann... Bringt wahrscheinlich weniger, weil wir mehr Wald vernichten, ne? Wahrscheinlich werden die Leute unglücklicher, weil die hier oben beschissenere Häuser haben. Okay, ich mache erstmal die, die wir haben. Ja, ja, hohe Prio, hohe Prio, so rum. Weil der in der Nähe ist. So, das hier ist ein Holzfäller, da Kokosnussernte, das geht ganz gut. Der da oben geht dann auch ganz gut. Okay, und wir haben, oh, schön mit dem Baum hier. Finde ich irgendwie schön. Mit dem großen Baum. Ach, haben die immer. Ne, hier wächst der Baum einfach durchs Dach. Oh, okay, gut. Und ich glaube, der Rum braucht noch ein bisschen. Und wir haben hier ehrlich gesagt nicht alle Jobs besetzt, wie es aussieht. Oh, kaum Jobs besetzt. Aber wir haben die gerade erst gebaut. Was wir planen, sind Rinderfarmen. Wenn ich jetzt da hinten nochmal... Nur mal so ganz kurz gucken. 1, 2. Okay. Wenn ich hier Rinderfarm baue, ne? 1, 2. Das würde sogar gehen. Effizienz 69%. Wir haben momentan kein Geld, um zu bauen. Nur mal testweise. Hier so, dann hätten wir unten noch Platz für Hütten. Das wird, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das geht sich ganz gut aus. Dann kann ich hier nämlich auch noch Farm hinbauen. Eventuell immer Straßen dazwischen. Kosten die Straßen eigentlich was? 15. Oh. Was? Straße kann platziert werden. Straßenkurven zu scharf. Was? Aber so geht's. Hä? Ja, Straßenkurve zu scharf, krass. Okay. So, El Monco Gronco kehrt zurück. Und dann gucke ich mal, ob ich die Rinderplantagen vielleicht, die Rinderfarm so bauen kann, dass sie hier, dass die Farmen davon profitieren. Auch wenn es nicht akkumuliert, aber das ist mir egal. Oh, wir brauchen Geld. Oh, 67 Dollar. Oh, wir brauchen Geld. Neue Aufgabe, ja, ich brauche Geld. Und die Umfragen gehen langsam runter, weil wir der Krone in den Arsch kriechen. Weil wir es müssen. 2 Jahre nur noch.
Oh, Kokosnuss, 1500. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitte direkt handeln. Oh, haben wir schon geschafft? Handelsroute abgeschlossen, ja! Die Krone. Rohstoffe, Exportfälle. Ach so. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu haben. Ja, das kennen wir schon. Mandatszeit verlängern, bitte. Drei Jahre haben wir jetzt. Okay, ich speichere mal ganz kurz zwischen, ja? Ich mache das mal ganz kurz, Spiel speichern. So, Inselparadies Hannover. So, weil momentan, wir müssen gerade einfach unseren Arsch über Wasser halten. Ist momentan so ein bisschen tricky, habe ich das Gefühl. Vielleicht waren nicht alle Entscheidungen richtig, vor allem das hier hinzubauen. Das Holzfällerlager, das muss woanders hin. Das geht hier nicht, dass die Straße da unterbrochen wird. Und eigentlich würde das genau hier zum Holzfäller gehen. Hier ist natürlich der Fels, da können wir nicht weitermachen. Und da oben wird eh neu gebaut, aber... Naja, ist doch nicht so gut. So, was ist mit die Rumdistillerie wäre unser Ruin gewesen. Hätten wir jetzt einen Rumvertrag angenommen, wären wir tot. Okay, das ist voll. Das ist voll. Alles voller ungebildeter Menschen. Okay, wie viel kostet mich so ein Rinderding? Wir können ja exportieren. Oh, warte, ich sollte vorher gucken, wie viel das kostet, ne? Farm 900, okay. Muss ich einfach mal investieren. Und zwar auf diese Seite, weil es da effizienter ist ein bisschen. 46%? Hä? 69%. Warum ist es da ineffizienter? Da, wo es grüner ist, ist es ineffizienter. Ich verstehe das manchmal nicht. Naja. So, naja, Kokosnüsse exportieren wir dann auch. Oh, $153. Oh, oh. Und die haben wieder nichts hier. Okay. Oh, oh, $173. Das sieht nicht gut aus, geldmäßig. Da ist plötzlich irgendwie ganz viel weggegangen. Eieieiei, das ist ja nicht gut. Was macht Präsident mit dem Geld? Er wohnt in seiner güldenen Palast. Minus $746. Oh. Instandhaltungskosten fressen mich auf. Warum tun sie? Warum tun sie das? Kostet das was im Monat? Ein Park? Muss ich ihn abreißen? Also erstmal Überfälle. Oh, wir haben wieder ein paar Überfallpunkte. Da kommen natürlich wieder Bananenfälle, Eisen, Zucker, Wolle. Was können wir denn brauchen? Zucker für Rum, ne? Machen wir das mal. Und die Handelsroute haben wir abgeschlossen. Ja. Da haben wir wieder was verfügbar, da können wir was machen. Baumstämme mache ich mal nicht. Gold, Kaffee, Kakao, Meeresfrüchte. Rum traue ich mich nicht. Tabak können wir später machen. Also Tabakplantagen würde ich ehrlich gesagt auch super gerne machen, weil ich glaube, Tabak und Rum auf Dauer bringt echt viel, wenn der Rum jemals produziert wird. Jemals. Was machen die denn da? Oh, Ressource wechseln, das ist gut. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Aber wir mussten die Farm sowieso umbauen. So, die Rinderfarm haben wir, humane Ausbeutung. Und hier wollte ich tierischer Dünger machen für 500, aber jetzt muss ich immer warten, bis wir Geld haben. Ah. Ich hoffe, das schließt dann die gesamte Farm hier mit ein. Und auf die andere Seite können wir wieder Farmen machen. Ja, sehr gut. Um 10%. Ich hoffe, das geht. 73%. 96%, ja Mann. Aber irgendwie sehe ich davon nichts. Obwohl Warenausgang, Zucker ein bisschen. Und hier, Wareneingang. Was denn für eine Scheiße. Wieso kommt denn da nichts an? Okay, vielleicht muss ich noch ein bisschen warten. Ich bin zu ungeduldig, glaube ich. So, wieder ein bisschen Geld. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, wir hangeln uns hier einfach... Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit.
Sie möchten sicher, dass Ihre Situation unverändert bleibt, also vergessen Sie bitte nicht, wer Ihre Taschen füllt und wer Ihnen Taschen gegeben hat. Revolutionäre Tropikaner-Festen im 0 von 1. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kerker 0 von 1. Oh. Oh. Ich brauche die 10.000. Wir sparen gerade mal ein bisschen. Bibliothek bauen. Tage. Wenn wir verwerfen, minus 5 Ruf. Konsequenz bei zu später Annahme, minus 5 Ruf. Und wir es nicht erfüllen? Ich nehme jetzt an und dann machen wir hier. So machen wir es. Ich nehme das an. Revolutionäre werden nicht happy sein, aber sobald wir wieder Entwicklungshilfe haben, zahle ich einfach zurück und wir rufen unsere Unabhängigkeit aus. Dann kriegen wir keine Entwicklungshilfe mehr, aber wir sind unabhängig von diesem Scheiß. Von dieser Krone. Dann können wir uns endlich... Ne? Unabhängigkeit! Unabhängigkeit! Uff, 6.000. Okay, wir sind noch ein bisschen geduldig. Und ich glaube, jetzt geht's runter. Unentschlossen. Royalisten, 29. Wir haben viel mehr Revolutionäre. Also, wir gucken mal, dass wir hier... Revolution. Wir bauen noch eine Bibliotheka. Oh ne, wir können uns nicht leisten, ne? Wo wäre die denn hier? Luxusunterhaltung, Bibliothek. Hier. 3.600. Eigentlich gut. Aber momentan zu teuer für die Unabhängigkeit. Es ist ein Rennen auf die Zeit. Es ist ein Rennen und ich bin noch nicht so weit. Tabakzucker. So, und hier haben wir Kokosnussfälle, alles klar. Die Krone, 2000 Fälle. Okay, schön. Finde ich gut. Los, gib mir Geld. Gib mir dos Geldos. Und dann müssen wir wirklich gucken, dass wir... Oh, guck mal, wer da kommt. Achso, das ist ein Piratenschiff. Ah. Ich dachte gerade, das wäre die Krone. Aber dann hätten die ja keine roten Segel, sondern wahrscheinlich diese Ehrenwerten. Na los, wir schmeißen diese Royalisten raus. Die werden natürlich dann ein bisschen Amok laufen. Aber das soll uns nichts ausmachen. So, ich gucke nochmal, was man hier noch farmen machen kann. Schafe, Krokodile, was? Ziegenfarm wäre hier ganz gut, ne? 79%. Ja, ich glaube, da mache ich da noch einen Ziegenfarm hin. Oder Schweine. 88%. Dann mache ich da später eine Schweinefarm hin. Okay. Aber später, noch nicht jetzt. Denn wir müssen noch ein bisschen ausharren, bis wir ein bisschen Kohle haben. Hm. Die Revolutionäre... Ich habe die früher immer falsch verstanden. Ich dachte früher immer, die Revolution geht gegen uns. Ja, weil wir der Präsident sind, aber die geht ja gegen die Krone. Also wir sind eigentlich, wir sind da schon einer Meinung. Kann sein, dass sie später gegen uns geht. Aber jetzt momentan ziehen wir noch am selben Strang. Und da müssen wir natürlich... Sag mal, was ist denn hier los? Null. Mit der Straße verbunden ist es auch. Guck mal, da geht was rein. Effizienz 100%. Ach, jetzt. Ah... Ah, gut, gut, gut. Ja, jetzt qualmt es auch ein bisschen. Der Zucker dauert aber. Oh Mann, ey, wir brauchen dringend Kohle. Ich will die Revolution ausrufen und danach werden wir pleite sein. Wir werden danach so pleite gehen. Fleisch und Felle. Wir brauchen eine Gerberei, ne? Felle zu Leder, 6.000. Wir brauchen eine Gerberei.
Kurz mal gucken, wie groß ist die? Eins, zwei, drei. Da kann man hier sogar zwei Gerber machen eigentlich, oder? Oben und unten eventuell. Oder wir machen die einfach so an die Straße. Ne, so an die Straße. So, hier. Hier und hier. Zwei Gerber rein, aber erstmal eine reicht natürlich. Wir brauchen echt Kohle. Ah, sag mal. Was kostet uns denn hier so viel, verdammt? Okay, wir haben höhere Einnahmen als Ausgaben, aber ich gebe mir mal viel aus für Kram. Export, lokale Dienstleistungen. Löhne sind teuer. Das kann ich nicht dulden. Holzfällerlager verdienen halt viel, aber leider exportieren die auch viel. Die Farmen. Okay. Da kann ich nicht drauf klicken. Da gibt es keine Bilanzen. Unterhaltskosten, Taverne, Holzfällerlager. Die Baracken kosten viel Unterhalt, aber müssen ja auch. Boah, die Löhne, ne? Kokosnüsse sind der Shit momentan. Die Felle bringen momentan fast gar nichts, aber Leder könnte was bringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fleisch. Gebühren und Mieten. Mieten bringen 5000, aber die Baracken kosten den Unterhalt halt viel mehr. Wenn ich das richtig gesehen habe. Warte mal, wo waren die Baracken? Ah, nee, 1000. Ich dachte gerade 10.000. Okay. Aber eigentlich dürfte es doch dann so schlecht gar nicht laufen. Es sind halt die Löhne, die uns wegfressen. Verbrechen, naja, Verbesserungen, okay. Also eigentlich laufen wir sowieso im Plus gerade, aber halt so kurz vor knapp. Arbeitslos 0, freie Arbeitsplätze 15. Na hey. Ja, okay. Da müssen wir mal gucken. So, wir brauchen den Frachter und die Entwicklungshilfe. Und dann kaufen wir uns frei und dann darben wir mal dahin und gehen pleite. Den Frachter meine ich nicht, ich meine den anderen. Lalalala. Ach so, und ich sehe gerade, ja, wie wir hier wieder mal über Messers Schneide springen oder vielleicht erwischt sie uns diesmal, wir wissen noch nicht genau. Das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl, euer El Presidente. Arrivederci, ciao, ciao.